was war das für ein Corona-Jahr? Ja, die Pandemie fordert uns alle. Ja. Abstand halten, stärkere Hygieneregeln und. Ja, aber Gott sei Dank haben wir jetzt wenigstens ausreichend Material und nicht so wie am Anfang der Pandemie, wo wir da mit Stoffmasken und selbst gehäkeltem Zeug durch die Gegend rennen mussten. Da hast du recht. Corona-Pandemie hin oder her. Unsere Patienten, die brauchen uns ja trotzdem. Und wir setzen dabei alle Schutz- und Hygienemaßnahmen um und achten vor allem auch auf alle Anforderungen, die Corona-Pandemie sowieso schon mit sich bringt. Dabei ist es auch wichtig, dass wir nicht nur körperlich für unsere Patienten da sind, sondern auch seelisch. Eigentlich sogar vor allem seelisch, weil wir sind oft auch der einzige Kontakt am Tag für die Patienten und dann ist es wichtig, dass wir mit einem offenen Ohr da sind. Ja, hallo, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Man, das kennt sich schon so ein bisschen. Ich würde nochmal die Temperatur messen. Mhm. Ja, 36 und 7 können Sie gerne eintragen. Mhm. Gilt ja auch als Schutz für Sie natürlich, das Ganze, was wir machen, für Ihre Angehörigen und natürlich auch für uns Mitarbeiter. Mhm. Ja, im März, da wissen Sie ja noch, da hatten wir den Lockdown. Ja. Und jetzt können Sie wieder alle besuchen. Das ist ja eigentlich auch sehr schön. Das ist wirklich das. Deswegen danke, dass Sie es ausfüllen. 2020, was ist das für ein Jahr? Und eine ganz, ganz andere Weihnachtszeit. Zu Beginn der Pandemie musste die Tagespflege schließen. Jetzt haben wir geöffnet. Aber wir wissen nicht, wie lange. Wir machen alles, damit die Gäste möglichst lange und ganz sicher die Tagespflege besuchen können. Abstand, Hygieneregeln und Mundschutz sind natürlich Pflicht. Und dies zum Schutz aller. Wir möchten Danke sagen. Danke für Ihre Unterstützung, liebe Bewohner, Angehörige, Betreuer, Tagesgäste und Patienten. Danke, liebe Kollegen, dafür, dass ihr auch unter diesen anspruchsvollen Bedingungen einen so guten Job macht und dass ihr euer Ziel nicht aus dem Blick verliert, den Menschen helfen zu wollen. Danke für euren Einsatz und euer Engagement, liebe Mitarbeiter. Wir sagen Danke an euch alle und wünschen frohe und gesegnete Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.